Einen wunderschönen guten Tag hier auf diesem formschönen Kanal, der sich dann nennt Timo Kühne. Ich bin nicht Timo Kühne, ich bin der Freund von diesem hübschen Mann hier neben mir. Und zwar habe ich hier wieder bestellt bei You Try Me. Haben wir nicht beim letzten Video gesagt, ja, wir bestellen nicht nochmal da? Ja, also mich hat ein Gutschein getriggert. Und zwar packe ich da das gleich mal gezielt raus, weil es gehört eigentlich nicht zum Bestellten. Das hier. ProFresh, das war das letzte Mal dabei im Paket und ich nutze das ganz gerne auf Arbeit, auch unter der Maske. Es ist nicht so scharf wie typisch Fisherman's Friend. Ja, das ist, schmeckt sehr lecker und ist auch nur bis zum 11.11. haltbar, genauso wie die anderen kleinen Packungen. Super, dieses Restverkauf. Achso. Das ist Resteverkauf. Oh, nice. Ja, ja, wir können Kiosk aufmachen. Ja, die haben das ist so ein Display. Die haben im letzten Paket dieses kleine mit dazugegeben und jetzt haben sie einfach die Großpacken verkauft, weil sie es nicht loswerden. Wie viele sind da drin? Super. Keine Ahnung, 20. Ist ja egal, wird ja nicht schlecht. So. Ja, ist ja, was alles mit Zucker ist, ist ja eigentlich. Na, also, das war als Gutschein da und das hat mich dann halt da getriggert, ein neues Paket zu bestellen. So. Und Toni hat gesagt, es ist etwas für mich dabei, was ich gebrauchen kann. Ja. Okay. Was nützlich ist, was nur für dich ist. Mit Zahnbürste. So. Ich nehme direkt auch wieder sehr toll mit. Ja, Papier. Papier. Ich habe gerade Essen Papiermüll rausgebracht. Es fühlt sich sehr, sehr, sehr smooth an. Oha. Ich dachte, das wäre eine Dingens, eine Marmelade. Gibt es ja auch schon so. Das ist Fruchtketchup. Rote Frucht, Täler, Fruchtketchup. In der, was ist das? Kirsche? Genau. Also, das ist Ketchup-Basis und da sind dann noch rote Früchte mit reingemischt. Das gibt es auch noch als Waldbeere und sowas, aber ich habe mir so gedacht, rote Frucht, das passt, denke ich, ganz gut. Ist auch glutenfrei, laktosefrei, ohne Konservierungsstoffe und vegan. Ja. Das ist schon auf jeden Fall, interessiert mich auch, wie das schmeckt. So, dann haben wir hier Holy Woly Food, Woly Food, oh. Healthy Heroes Salty Peanut. Lecker. Ein bisschen was zum Knabbern. Die Energy Balls, die habe ich doch schon neben mir sitzen. Ja, Die kennt man auch von Vitalis, von wie nennt man das? Vitalis? Ja, wie heißt, von Dr. Oetker gibt es ja auch so Vitalis, diese kleinen Packungen. Ja, ist aber, denke ich, nicht vergleichbar. Ahead. Was? Keto Energy Bar. Ja. Sollen wir das probieren? Nee. Ich will es erstmal liegen lassen. Brain Function. Coconut Kakao. Ne? Oh ja. So. Nächstes, auch wieder die Sportwurst, aber diesmal mit Kräuter. Ne? Das letzte Mal war es ohne Kräuter, diesmal mit Kräuter. Die Sportwurst, die gab es auch wieder über den Warenkorb hinaus. Ich weiß nicht, ob die davon noch zu viel haben, dass es da kein Problem ist, über den Bestellwert zu kommen. Schön so. So ein bisschen rund. Dann nehme ich mal das rechts. Vielleicht ziehst du ja sogar das, was für dich gedacht ist. Ich habe das gesehen. Ist auf jeden Fall sehr hart. Ich habe das gesehen und dann habe ich gesagt, okay, packst du ein. Eine Flüssigkeit. Ja, mit der Flüssigkeit ist es nicht für dich. Oh, geil. Red Bull Granatapfel. Ja, die Winteredition. Geil. Die muss ich probieren. Sollen wir die probieren? Ja, mach auf. Ich ziehe schon mal das nächste. Also die Sommeredition hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was war das nochmal? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Boah, riech mal bitte. Boah. Ja, super. Ist angenehm, muss ich sagen. Ja, das ist jetzt... Ist nicht so krass. Ist jetzt nur Granatapfel, ne? Ja. Finde ich gar nicht so krass. Also schmeckt nicht richtig nach Granatapfel. Ist okay. Ist nicht meins. Ich habe hier schon mal das nächste. Das ist ganz klein in weiß verpackt. Ich glaube, ich habe ein neues Red Bull. Red Bull, bitte sponsort mich. Schickt mir ganz viel davon. Und zwar, wenn man das aufmacht... Hat man hier einen Glückskeks in Schokolade, aber. Ich mag den essen. Ja. Hast du mal ein Stück Papier oder so? Wieso? Ja, ich will es dir nicht allzu krümeln. Krümelst du noch nicht? Mach so. In meinem Mund. Will er schon essen? So. Und hier ja, steht. Lecker. Hier steht drin. Die Liebe ist wie ein Vollbart. Ach, jetzt kommt da so ein Antrag.
Wasser einlassen und die Temperatur ist zunächst das Wichtigste. Wenn man es dann schön warm hält, lässt es sich aushalten, bis man schrumpelig ist. Be in love. Be happy. Happy. Und der Keks ist nicht mehr so ganz frisch. So. Ich möchte ihn machen. Achso, du wolltest ihn essen. Nein, du möchtest ihn essen. Guck mal, ich werde dir gezwungen. Du isst den jetzt. Du wolltest den essen. Du isst den du jetzt. Dann nehme ich das hier. Ist auf jeden Fall sehr flach. Kann ich was kaputt machen? Von der Höhle der Löwen. Ich guck das gar nicht mehr. Ich wusste auch gar nicht, dass eine neue Staffel draußen ist. Doch, habe ich gerade auf TikTok gesehen. Irgendwie gibt es neue Currywurst. Scheiße, das ist ja mit Alkohol. Alcoholic Tea. Ist ja mit Gin. Great Britain. Early Grey Tea with a Gin. 11%. Oh. Glutenfrei, vegan und cold. Fruit. Das habe ich überlesen. Mhm. Die Weltneuheit aus England. Also eigentlich wollte ich nur einen richtig schönen Original, weil so in der Flasche kann ja mal sein, dass die dann originalen, nativen englischen Tee verkaufen, aber dass da jetzt Alkohol drin ist, das wusste ich jetzt nicht. Ja, haben wir ja so wenig hier zu Hause. Das stimmt. Nein, das packe ich nicht. Nehme ich das. Ist auch flach. Relativ schwer. Ja. Mal sehen, was das war. Ah ja. Polyboy. Polyboy, davon habe ich schon öfter mal gehört, auch im Homeshopping. Und zwar ist das ein Küchenreiniger gegen Fett und organische Verschmutzungen. Ich hatte mir das so gedacht, so ein Küchenreiniger, weil wir halt auch relativ viel braten. Ich habe es heute erst wieder gesehen bei unserem Fisch, den wir gebraten haben. Okay, da war alles komplett voller Öl. Und das ist dafür spezialisiert. Und ist bio. Ja, also normalerweise nehmen wir immer Spüli, aber ich habe mir jetzt so gedacht, okay, nimmst mal sowas hier und probierst das einfach mal aus. Vielleicht ist es ja gut, man weiß es nicht. Ne? Kleines klimaneutral, Hälfte. Das ist schon mal gut. So, zwei Sachen haben wir noch. Das hier soll ich nehmen? Nein, das andere. Wir sind das andere. Jedenfalls würde ich davon ausgehen, dass es das ist. Ja, wenn nicht, dann nicht. Noch mehr? Gut, scheiße. Ach so, das war die Sommer-Edition. Wassermelone, stimmt. Und 28 Black Hanf. Oha, wir hatten ja mal eins von, wie hieß das? Ich weiß nicht. Das war auch auf jeden Fall ein Energy Drink und der hat wirklich nach Hanf gerochen und ja, geschmeckt jetzt eher nicht so. Aber bin auf jeden Fall gespannt. 28 Black ist auch eine eigentlich gute Energy-Marke, so wie ich gehört habe. Ja. Ist ja gegen Red Bull, ja, sag ich mal, eine Konkurrenz. Gut, dann ziehe ich wahrscheinlich dann doch, weil das Paket ist dann leer, ja, ziehe ich jetzt doch die Sache, die eigentlich für dich war. Also hier ist jetzt auch leer. Ne? Und ich denke mal, dass du damit auch was anfangen kannst. Jetzt kommt's. Bitteschön. Achso, Trockenshampoo. Feishi, White Love. Was steht da? Christina? With Love. With Love. Christina und Mom? Ja, das sieht so aus. Ja. Also dieses Trockenshampoo, also man hat ja bis 24,90 Euro hat man ja diesen Warenkorb, den man vollpacken kann, bis es dann halt rot wird. Und das riecht aber sehr gut. Ja, und das dann halt heißt, der Warenkorb ist voll. Und allein das Trockenshampoo hat drei Viertel jetzt des Warenkorbs ausgemacht. Boah. Schon bestimmt teuer. Ja, und dadurch, dass Timo auch Trockenshampoo nutzt, was ich ja auch immer wieder dann rieche, wenn das da extrem fruchtig dann da irgendwo in der Luft liegt, habe ich mir so gedacht, okay, holst mal Trockenshampoo. Ja, ja. Bei Flecht und Strich für alle Haartypen geeignet. Ja, ich will dich eingepackt. Süß, danke. Ja, ich nutze halt, sag ich mal, Trockenshampoo, wenn ich halt entweder auf Reisen bin oder halt jetzt gerade keine Lust, meine Haare zu waschen habe, weil viele Haare habe ich ja nicht mehr, aber die Haare, die ich habe, die versuche ich noch zu pflegen. Ja. Genau. Das war mal wieder das WeTryMe-Paket. Vielleicht bestelle ich da nochmal, ich weiß es nicht. Wir können jetzt auch eine Reaktion machen. Hier, mach mal die Schublade da auf und hol mal dieses Bilou-Kaugummi raus.
Oh nee. Doch, das will ich jetzt hier noch live auf Kamera haben. Aber willst du beide probieren? Extra sauer, gebäckig süß. Ja, du probierst als erstes gebäckig süß. Also, wer es noch nicht gesehen hat, ja, Bilou-Kaugummi hätte ich mir niemals gekauft, viel zu teuer. Ne? 10 Stück, 1,45. Made with love and passion. Ja, viel Spaß beim Essen. Hier in Viereck rosa. Zuckerfreier Kaugummi mit Süßungsmitteln und Donutgeschmack. Ich finde, das schmeckt gar nicht nach Donut, schmeckt einfach nur nach Teig. Ich finde das voll eklig. Das schmeckt nach fast gar nichts. Ich finde, das schmeckt voll eklig. Also wird es hier auch dann einstauben? Nee, das werden wir essen. So. Ich finde, das schmeckt richtig gut. Und jetzt? Slushy Apple mit Sauer. In grün. Ja, sieht so aus. Ich finde, das hat sie besser getroffen, also die Marke. Das schmeckt so ein bisschen wie Mauern, diese ja. Fizz. Ja. Ist nicht so deins, ne? Kaugummi in sauer mag ich nicht. Kaum Bonbon, ja. Ja, das war's mit You Try Me. Ja. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Abo, ein Like und ein Kommentar da, denn ich sehe es immer wieder, wie gesagt, über 50% haben nicht meinen Kanal abonniert. Und falls ihr es nicht verpassen wollt, was im Dezember so abgeht, müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, es werden immer lustige Videos kommen und wir stehen ja für 100% Realität. Und genau, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dann. Tschüss.